Ich möchte nämlich von euch wissen, was ist unter dem Begriff Seelenbrenner zu verstehen? Ja, das sind ein Seelenbrenner. Ein Seelenbrenner. Das ist etwas, das man schwer über die Lippen kriegt. Etwas, das man lange mit sich rumdeckt. Etwas, was man mitteilen muss jemand anderen. Mhm. Also wenn man, keine Ahnung, wenn man mit jemandem seit 12 Jahren verheiratet ist und aber die ganzen 12 Jahre durchgehend eine Parallelbeziehung geführt hat. Wer macht denn sowas? Das gibt's, das gibt nein, 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 nein. Aber, nur einen in Kalifornien, sonst gibt's niemanden. Ja. Das ist schon was. Das finde ich sehr originell. Aus dem Sigmund Freud Museum ein Notizblock, ein Bleistift und ein Radiergummi. Am Notizblock steht Analyse. Am Bleistift steht, na komm, jetzt hat sich's verdreht, jetzt kann ich es nicht lesen. Aufarbeitung und der Radiergummi Verdrängung. Das ist sehr schön. Gut, gehört dir. Danke. Genau, der Arnold hat gesagt, I'll be back, Maria. Und sie hat gesagt, das kannst du aufzeichnen, du Arsch. I'll be back, meine und, um ihr das mitzuteilen, dass er das eine oder andere Mal fremdgegangen ist, das war der sogenannte Seelenbrenner in ihm. Mhm. Da hat er gesagt, Maria, I'll be back. Jetzt backt er. It's not a tumor. Jetzt backt er ordentlich. Gut. Nein, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das sind, ich kann mich erinnern, Schweißer werden oft so bezeichnet. Weil wenn ich mich nicht ganz täusche, dann haben doch vor ungefähr 10 Jahren in Wien die Sophien-Seele gebrannt. Das ist schon länger her, glaube ich. Das ist schon länger her. Na. 10 Jahre, das ist länger her. Die Sophien-Seelen haben da gebrannt? Nein, die Sophien-Seele. Oder haben die Sophien-Seele Kasten? Ja, Sophien-Seele. Ich arbeite in den Seelen, muss ich Schweiß nennen. Die Sophien-Seelen, wegen des Schweiß in Seelen bringen. Ja, verarsch mich nach. Nein. Na, jetzt bist du dran. Ja, und ich glaube, die haben gebrannt, weil irgendein Schweißer oben am Dach zum Funkenflug verursacht hat. Und dann haben die Seelen gebrannt. Also das, ja, die Seele. Ja. Ah, yeah, oh Gott! Eine schöne Antwort. Eine schöne Antwort, aber leider steht dir der Plural im Weg. Ja, absolut grammatikalisch falsch. Seelenbrenner sind. Der Freud hat ja nicht nur mit Kokain gearbeitet, für sich selber und auch mit den Patientinnen, sondern. Für die Krankenkassa-Patienten, die man Schnaps gibt. Und hat dann Seelenbrenner gemacht. Da war es alte Schuhe, Kastanien und so Bratzeln von Tode. Also, habe ich das richtig verstanden? Für die Privatpatienten Kokain und für die Krankenkasse den Seelenbrenner. Sehr schöne Antwort. Vielleicht ist es ein salopper Ausdruck fürs Fegefeuer, ne? Ah ja. Oh. Das ist irgendwie so Wiener Katholen sagen einfach, pass auf, da kommst du in den Seelenbrenner. Wir denken dafür zu viel. 3000 Millionen Jahre in Seelenbrenner und dann vielleicht in den Himmel. Ja, aber vielleicht ist es ein salopper Ausdruck fürs Krematorium. Also ein Euphemismus. Nein, ein salopper Ausdruck. Das ist ein Euphemismus. Ja, ich wusste, das kommt an der Stelle, kommt das alles vorbereitet. Pass auf. Und zwar wurscht, was wer sagt. Ja, ich bin jetzt im Fremdwörter-Duden bei E-Anbelage. Sind wir komplett daneben, sonst gibt wenigstens einen Richtungsschubser. Ja, schau, ein kleiner Tipp: Seele ist ja das Innere, nicht? Und also in vielen Dingen wird das Innere Seele genannt. Also eine Seele ist was Inneres. Was Inneres. Ja. Zum Beispiel bei einem verstärkten Seil hast du eine Stahlseele. Ah. Ja. Du hast bei Schusswaffen, das Innere des Laufs wird auch Seele genannt. So, und jetzt oder Kugel. Nein, das Innere des Laufs. Also wo die Kugel durchgeht, das ist die Seele. Das ist die Seele. Ja, also. Bei Schusswaffen, eine Seele ist aber auch schon irgendwie pervers, oder? Ja, weißt du? Ja, das Innere Ausbrenner. Mhm. Ja, macht man das nicht zum Beispiel bei Öfen? Muss man da nicht auch zuerst irgendwie innen was ausräuchern? Ausräuchern? Du bist der erste Mensch, der einen Ofen ausräuchert. Du musst schauen, dass er gelüftet, dass er einen Zug hat, also eine Lüftung. Das man schon recht, man zündet den Ofen meistens innen an, nicht außen. Das aber kommt auf den Ofen drauf an.
Habe ich mir sagen lassen. Ich kenne das ja auch. Nein, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne aber Leute, die den Ofen von außen anzünden. Aber du bist kein Kiffer. Was? Du bist kein Kiffer, das merkt man. Überhaupt nicht. Nein, das ist überhaupt nicht. Weil er so fahrig ist. So fahrig. Die Kiffer sind ja eher so, sagt man ja, so entspannt. Genau. Du weißt ja nicht, wie ich am Abend bin. Ich will es gar nicht wissen. Nicht so genau. Ja, das ich habe jetzt schon ein bisschen geholfen mit der Seele. Das Innere wird ausgebrannt. Das Innere wird ausgebrannt. Burnout ist ja eine Modeerkrankung, wie man sagt. Ja. Und da gibt es vielleicht dann, und man sagt, es ist meistens durch nicht zu bewältigenden Stress entsteht. Mhm. Ja. Und durch Dinge, die man erleidet, wenn man zum Beispiel unselbstständig tätig ist und irgendwo arbeitet, dass man dann einem Mobbing ausgesetzt ist. Mhm. Ja. Ja. Und dann ist vielleicht der Mobbingbeauftragte von einer Abteilung. Ja, das ist der alle schlecht darstellen lässt, unter Druck setzt und sagt, ihnen das Selbstvertrauen nimmt. Das ist der Job, das Job Description, wie man neudeutsch sagt. Ja. Das ist der Seelenbrenner. Super, also wenn wir jetzt eine Arbeitsgemeinschaft sind. Dann warst du der Seelenbrenner. Sprengmeister? Ja oder nein? Aus der Sprengerei. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Ich zeige euch ein schönes Bild und dann werdet ihr wissen, wo es herkommt. Das ist ein Feuerwerk und keine Sprengung, hallo. Ja, warum gibt es ein Feuerwerk? Es heißt Silvesterfeuerwerk und nicht Silvestersprengung. In Österreich ein großes Feuerwerk zu planen und durchführen zu können, muss man Sprengmeister sein. Ich wollte es nur. Ich wollte es nur gesagt haben. Das wird auf deinem Zettel nicht gestanden sein. Für unser Feuerwerk im Garten brauchen wir keine Sprengmeisterausbildung. Es geht um einen Feuerwerkskörper und zwar eine Bezeichnung für eine gängige Art. Bei denen gibt es einen Hohlraum beim Treibsatz, damit die Rakete auch den notwendigen starken Schub bekommt, wenn man sie entzündet. Und das nennt man einen Seelenbrenner. Ich bedanke mich bei Thomas Fandl aus Graz mit einem 300 Euro Kuchengutschein.